Ahoi, Saunafreundinnen und Saunafreunde. Herzlich willkommen hier zurück in Finnland. Herzlich willkommen zurück zu My Summer Car. Jawohl. So, wir befinden uns hier wieder in der Sauna, denn ja, so ein bisschen vorsauniert habe ich schon, wie ihr seht. Nicht wahr? Wir sind nicht mehr ganz so schmutzig. Es ist nicht mehr im roten Bereich. Den Rest werden wir jetzt mal hoffentlich schnell vernichten. Und dann ist es auch Zeit, dass wir uns wieder um unser Auto kümmern, um unseren Motor. Dass wir den weiter zusammengebaut bekommen. Ja, ich wollte gerade sagen, lieber Schmutzbalken, du darfst auch sehen können. Wäre jetzt nicht ganz so tragisch, fände ich. Ihr seht vielleicht am Kontostand, es ist ein bisschen mehr Geld dazu gekommen. Ja, ich habe offscreen noch eine Fuhre Holz gehackt und diese weggefahren. Und habe mich darum gekümmert. Ja, super. Dass die Nockenwelle, die wir beim letzten Mal schmerzhaft vermisst haben, so, einen obligatorischen oben drauf, tada! Und sauber sind wir, wunderbar. Genau, dass die Nockenwelle wieder da ist. Und das sollte sie jetzt eigentlich auch sein. So, nochmal eben schnell einen Happen essen vielleicht, bevor wir in die Werkstatt gehen. Einen Schluck trinken. Einmal Moskitospray. Mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Was? Haben wir hier eine Pizza? Ja, komm, Pizza ist gut. Ja. Trinken wir noch gerade einen Schluck Wasser. Nicht wahr? Ja, nu komm. Oh. Ja, wir hängen mit dem Kopf in der Wand. Das macht aber nichts. So lässt es sich prima trinken. Zumindest hier in My Summer Car. Gut, so. Genau. Dann lasst uns mal schauen. Alles da, alles hier, jawohl, jawohl. Das sieht gut aus. So, jetzt müsste die Nockenwelle eigentlich auf dem Tisch liegen. Ha, ich glaube, ich habe sie schon entdeckt. Jawohl. Da liegt sie, Crankshaft. Ist es denn... Ist es denn die Möglichkeit? Chef ist auch da. Boah, ist der schlecht. Ja, weiß ich. Tut mir auch leid, ey. Komm, tut mir... Hallo? Schwupp. Rindomet. Ja, wunderbar. Ja, fest befestigen sollten wir die vielleicht auch. Hab mir sagen lassen, das wäre nicht die schlechteste Idee. Und zwar mit... 5 mm. Schwupp. So, na komm. Wo ist er denn? Gott sei Dank. Ach, richtig. Da waren sie wieder. Meine drei Probleme. Von wegen... So. Von wegen zoomen und schrauben gleichzeitig ist leider nicht
möglich. So, jetzt suchen wir uns das Nockenwellenrad. Was ist das? Flywheel? Das Nockenwellenrad. Ist da hinten, oder? Ne? Klatsch, klatsch, das ist alles die Kupplung. Wieso finde ich denn hier nichts? Was ist denn hier los? Where is my camshaft gear? Who did it put away? Hallo, bleibst du liegen? Also. Ja, das ist die Motorplatte. Wer hat denn diese Unordnung hier nur gemacht? Also ich war es nicht. So viel ist sicher. Bei mir hätte das noch viel schlimmer ausgesehen. Ja, hier sind die Bremsen alle. Breaky shaky. Na gut, ich fürchte, ich muss das gleiche machen, wie ich beim bei der Nockenwelle auch gemacht habe. Ich bin gleich mal wieder da. So, ein wenig Magie später. Na nur, was liegt denn da in der Ecke? Das wird doch wohl... Das wird doch wohl kein Camshaft Gear sein. Das ist doch wohl... Doch! Ist es denn die Möglichkeit? Das ist tatsächlich... Das Nockenwellenrad. So, das sollten wir natürlich auch... befestigen und ihr seht es schon, ne, da guckt ein dicker Jolly raus. Dementsprechend wählen wir uns den 10er Schlüssel. Fest. Jawohl, ist er. Okidoki. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, danach muss die Antriebskette, das sogenannte Timing Chain, angebaut werden. Die habe ich aber vorhin irgendwo gesehen. Die habe ich doch... Wo habe ich den? Ne, das ist... Genau. Richtig. Das wollte ich doch sagen. Huch. Ja, man sollte es vielleicht mal schon ein bisschen drehen. Muss dann aber nicht. Da war es doch. So. Wunderprächtig. Mal schauen. Ja, ja. Das, sieht doch gut. Okay, dann kommt da jetzt die Abdeckung drauf. Hm.
das Timing Cover. Aber wo ist die? Uh-oh. Don't do that to me. Ja, Early Access, aber das, nee. Tada. Da ist sie doch. Da ist sie doch. Gucken wir mal, so wird das wahrscheinlich. Doch, so wird's wohl was. Das ist ja sehr nett. So, da müssen wir natürlich auch festschrauben, also besser wäre das. Dazu schnappen wir uns den Sechser. Ja, den Sechserschlüssel. Und dann ab dafür. Number one. Number two. Number three. Wow. So. Hallo. Das waren sie, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Nochmal eben alle durchgehen. Ja. Ja, ihr wisst ja. Gewissenhaft arbeiten am Motor. Sonst fliegt einem das ganze Ding um die Ohren. Da habe ich leider auch im Real Life mal schlechte Erfahrungen mitgemacht, aber. So, ja. Auweia. So, gut. Dann suchen wir uns jetzt mal die Wasserpumpe. Nee. Ja. Die sollten wir dann auch anbauen. Hoppala. Ja, das war so eigentlich gedacht, genau. Dafür brauchen wir jetzt allerdings den 7mm Schlüssel. Tada. Zack. Aber ja. So. Weiter geht hat mit da drum. Wie? Das war schon alles? Echt jetzt? Ich wollte gerade sagen. Kann ja wohl nicht sein. Hä? Wieso kann ich die anwählen? Egal. Warte, den hatte ich, ne, aber hatte ich den da? Ich wollte gerade sagen, es müssten nämlich eigentlich 5 sein. Gut. Gut. So. Das haben wir, oder? Alles klar.
Was war als nächstes? Ich glaube, jetzt kommt das. Wow. Das Wasserpumpenrad, ne? Ich meine ja. Müsste so sein. Habe ich das nicht irgendwo, ne? Ne. Das ist die Abdeckung, oder? Doch nicht, das ist das Rad. Waterpumpali. Wow. Flupp. Sehr schön. Der sieht doch auch ganz gut aus. Ich glaube, das ist der gleiche Schlüssel gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Jawohl. Sehr schön. So haben wir das natürlich am liebsten. Manchmal ist es tatsächlich ein bisschen tricky, die anzuwählen, die Schrauben. Nö, scheint tatsächlich alles gewesen zu sein. Okay, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, jetzt müssten wir, glaube ich, das Kurbelwellenrad anbringen. Dazu gehe ich da nochmal wieder raus. Hier, schwupp, schwupp. Das Kurbelwellenrad, das hatten wir doch gerade zur Seite gelegt, ne? Ja, genau, da ist es. Crankshaft Pulley. Das müsste doch hier unten. Da war er doch gerade, oder nicht? Machen wir das mal eben so. Huch. Nicht ganz so viel. Hallo? Tada! So, und das wird wiederum mit dem Elfer. Elfer. Mit dem Elferschlüssel. Befestigt. Jawohl. Oh. Der ganze Motor sinkt erstmal hier ein. Okay. Nun. Ups, brauchen wir die Lichtmaschine? Die habe ich doch vorhin auch irgendwo gesehen. Da ist sie auch schon. Die basteln wir jetzt auch hier dran. Nein, wir schmeißen sie nicht. Oh. Wer stört denn da? Wir haben doch keine Zeit. Wieso? Ah, die muss an die Seite, oder? Verdammt. Wie kriege ich die am besten gedreht? Ja, so schon mal nicht. Also ist aber eigentlich auch nicht richtig. Mal gucken. Kann ich mich so dort positionieren von der Seite, dass es richtig rangeht. Huch. Oh. Jetzt, da war es doch, da war es doch. Jawohl. Sehr schön. So. Okay, ich glaube, die für die Lichtmaschine brauchen wir einen Zehner.
War doch der 10er, oder? Ja. Müsste, wenn ich mich recht erinnere, hier hinten. Ups. Genau. So war es auch. Alright. So. Super. Ja, ich würde sagen, der Motor so langsam nimmt er Formen an, nicht wahr? Okay. Jetzt brauchen wir, glaube ich, noch den 7er für die Schrauben oben. Ich hatte doch jetzt den 7er in der Hand. Ja, offensichtlich. Offensichtlich bin ich da gerade irgendwie Moment. Genau, die ist es. Ich wollte sagen, irgendeine. So, na. Fest? Ja. So wird ein Schuh draus. Super, super, super. Alles klar. Jetzt müssen wir, glaube ich, die gesamte. Ich gehe noch mal eben zum Telefon, entschuldigt. So kann ich nie arbeiten. Kann ich einfach nie arbeiten. Naja, mal gucken, wer wieder ein Problem hat. Hey, oh, das ist so ein Ja, okay. Ja. Oh weia. Ja. Oh weia, das kleine Kind hat angerufen, weil der Kackertank voll ist und Papi ist betrunken, deswegen macht er das. Na gut, okay. Also müssen wir demnächst nochmal wieder eine Kackerrunde machen. Ja. Jetzt müssen wir aber allerdings erst noch mal weiter hier gucken mit unserem Motörchen. Dass wir hier mal zu Rande kommen, das kann ja wohl nie wahr sein. Ja, durch das Handicap wird das Bauen von dem Motor natürlich nicht gerade einfacher, wow. Aber bis jetzt läuft es ja ganz gut, also besser zumindest, als ich mir das vorgestellt hatte. So, durchs Mausrad drehen bewegen wir die Lichtmaschine. Ach, das war's schon. Nach links, okay. So. Jetzt, hoppala, aufstehen. Brauchen wir unseren Keilriemen. Wo habe ich den hingelegt? Den hatten wir doch gekauft. Ich hab den doch ordentlich in die Garage geräumt, neulich. Also jetzt. Meister Maka, bitte. Also jetzt bitte. Ich bin mir sicher. Zu 100%.
dass ich den Keilriemen ins Regal gelegt habe. Ja, Meister Maka hat halt manchmal die Angewohnheit, etwas aufzuräumen. Das ist wie bei Müttern. Ne, die räumen dann auf, wenn die Kinder... Okay, ich guck nochmal eben bei den Einkäufen. Ey, wenn der Keilriemen jetzt nicht hier ist, dann... Dann ist aber was los. Weil ich hatte den eine ganze Zeit lang mal hier bei den Einkäufen liegen, bis ich gedacht habe, ja komm, wir wollen jetzt ja eh den Motor machen, schnappen dir und räumen ihn in die Garage. Tja, hier liegt er auch nicht mehr. Das ist ja super. Das ist ja ganz großes Kino. Auweia. Auweia, auweia. Was machen wir denn jetzt? Muss ich jetzt echt einen neuen Keilriemen kaufen? Junge, Junge. Donnerstag, was ist denn los heute? Ja, ich war doch vorhin erst da. Feuerholz liefern. So. Ja, nee, Leute, also. Das ist natürlich jetzt. Ich guck nochmal hier unten. Aber nö. Es ist kein Keilriemen zu sehen. Ist er vielleicht dahinter? Naja. Und den haben wir gekauft. Ganz, ganz am Anfang schon, wo wir die Sachen hier gekauft haben, habe ich auch den Keilriemen mitgenommen. Ja gut, würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Weil so kommen wir ja mit unserem Motor jetzt erstmal nicht weiter. Ne? Irgendwo drunter. Ne. Und dann... Fahren wir in der nächsten Folge. Verdammt. Vielleicht nochmal eben diese Kakatur. Ja, Fäkalientour. Und bei der Gelegenheit machen wir auch einen Abstecher. Runter. Zum, laden und holen uns dort einen Keilriemen. Vielleicht auch am besten direkt zwei. Falls mal wieder sowas passiert. Tja. Doof. Gut, Leute, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, habt eine geile Zeit. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute.